herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich euch drei Lidschattenpaletten vorstellen, die ich mir beim Morph gekauft habe. Aber bevor wir mit dem Video beginnen, möchte ich euch bitten, meinen Kanal zu abonnieren und eventuell diesen Button mit der Glocke zu drücken, denn wenn ihr den aktiviert, dann werdet ihr verständigt, sobald ich neue Videos uploade. Na gut, dann starten wir mit dem Video. In diesem Video möchte ich euch drei Lidschattenpaletten vorstellen, die ich mir bei Morphe gekauft habe. Ich habe mir meine Lidschattenpaletten über die Original Morphe Homepage gekauft. Leider habe ich mir meine 3 Tage bevor dieser Store in England eröffnet wurde gekauft. Das heißt, ich musste meine noch über den USA-Shop bestellen, was natürlich heißt lange Lieferzeiten, Taxes nachzahlen und so weiter. Also ihr habt es jetzt einfacher. Ihr könnt jetzt einfach, wenn ihr auf die Page geht, könnt ihr jetzt auswählen, ihr wollt über England kaufen, dann gibt es die europäischen Preise, also in Euro. Und dann ist das alles um einiges einfacher. Na gut, dann starten wir mit den Lidschattenpaletten. Jetzt muss ich kurz meinen Cheat Sheet nehmen. Ich habe nämlich gesehen, auf den Lidschattenpaletten selbst, also so sieht eine Palette aus, die ich mir da gekauft habe. Und auf den Lidschattenpaletten selbst stehen die Namen nicht drauf. Es ist so, dass da immer so Nummern draufstehen und über die Nummern kann man dann auf der Homepage quasi schauen, wie sie heißen. Aber mir wäre jetzt nichts aufgefallen, dass irgendwie der Name drauf wäre. Deswegen habe ich mir einen Zettel hergelegt, damit ich euch immer sagen kann, welche Palette das jetzt ganz genau ist. Also das ist die erste Palette. Wie gesagt, sie sieht so aus. Es ist die 35B. Genau, 35B. Und zwar heißt die Glam Eyeshadow Palette. Jetzt machen wir die mal auf. So sieht die aus. Also die hat keinen Spiegel drin. Ja, ich dachte mir, da machen wir jetzt einfach ein paar Swatches, damit ihr Bescheid wisst über die Qualität der Morphe Lidschatten. Also ich nehme jetzt einfach mal von der ersten Reihe welche. Nehmen wir mal das Blau, das Grün, dieses Grün, das Lila und das Pink. Kann ich das sehen? Ja. Gut. So, dann machen wir Swatches von der zweiten Reihe. Da hätten wir, jetzt nehmen wir mal so ein helles, dieses helle Beige. Das wird man zwar auf meiner Haut wahrscheinlich nicht sehen, weil ich so eine helle Haut habe. Und das Grün. So sehen die von der zweiten Reihe aus. Wundert euch nicht, bei mir rinnt wahrscheinlich gleich wieder eine Träne runter, aber das ist eben so. Na gut, dann vielleicht von dieser Reihe. Wir hätten da so ein Gelb-Orange, so ein glitzeriges Rot-Orange-Pink gemischt und vielleicht Schwarz. Schwarz ist immer kritisch. So, wir geben es einfach hinten dran. Fast falsch. Okay, das sind die hier. Und damit ihr wisst, wie schwarz aussieht. Ja, richtig schwarz. Richtig tief schwarz. Und entschuldigt wegen der Träne. Wer mein letztes Video geschaut hat, der weiß, dass das irgendwie normal ist bei mir. Deswegen bitte nicht wundern. Es ist auch so, dass das Augen-Make-up irgendwann mal verläuft.
Auch wenn es wasserfest ist, ist es so, wasserfest ist es immer erst dann, wenn es trocken ist. Und bei mir wird es einfach nie trocken. Das ist irgendwie ein Problem. Naja, ist eben so. Gut. Ich glaube, das reicht uns als Swatches für die erste Palette. Ich würde sagen, wir gehen zur zweiten über. Die nächste Palette sieht auch wieder so aus. Es ist die 35U. 35O. Und sie heißt 35 Color Nature Glow Eyeshadow Palette. So, die sieht so aus. Das sind eher so die neutralen Töne, beziehungsweise neutrale sind natürlich Orangen so drin, aber es sind eher so die tragbaren, gedämpften Töne drin. So, nehmen wir gleich mal die ersten hier oben, der ist relativ grell. So, dann machen wir mal die Swatches. Könnt sehen, die sind alle sehr schön. Generell muss ich sagen, also diese Morphe-Lidschatten sind sehr gut pigmentiert. Also ich trage heute auch Morphe-Lidschatten. Ich habe die Glam Eyeshadow Palette probiert. Ich habe auch die anderen bereits versucht. Also ich finde, sie sind sehr gut pigmentiert. Und wenn man nicht so wie ich habe heute einen falschen Pinsel verwendet für die mittlere Farbe. Deswegen hat es sehr gebröselt, wenn man das nicht unbedingt macht. Also die bröseln jetzt nicht so. Also sie sind nicht cremig, aber sie sind jetzt auch nicht besonders bröselig. Also ich finde sie sehr gut. So, dann nehmen wir mal zum Beispiel von der untersten Reihe. Das ist ein schimmriger Ton. Das ist auch Schimmer. Das ist matt. Matt. Ja, es sind überall so eher so bräunliche Töne. Aber ihr seht schon, also ohne Aufbau sieht es so aus. Da muss ich sagen, da kann man nicht mit. Also wenn das nicht Farbe ist. Ich finde die ganz toll. Ich finde die ehrlich toll. Sind vielleicht nicht alle Farben jetzt für mich geeignet, wobei Braun bei mir immer gut kommt, muss ich sagen. Es ist nur alles, was so ins Rötliche geht, ist bei mir wahnsinnig gefährlich, weil ich so eine krass helle Haut habe und ich dann immer so aussehe, als wenn ich irgendwie hautkrank wäre. Das kommt dann irgendwie nicht so gut. So, schreckt euch nicht, das ist, weil ich mir da ein frisches Taschentuch zum Trocknen nehme. Ja, dann nehmen wir noch die mittlere Reihe. Die goldene Mitte. Na, vielleicht das Gold. Da ist noch Dreck drauf. So. Nehmen wir das Gold vielleicht noch mit. Gold ist immer gut. Ja, vielleicht noch dieses hier. Sind wir eben nicht so in der Mitte unterwegs. Und hier haben wir noch einen Schimmerton und noch so ein Rot. Also ohne Aufbau. Ohne Aufbau. Dann nochmal verstreichen. Und mit drüber. Ist wirklich sehr schön. Also mir gefallen die echt gut. Ich muss sagen, ich habe den Kauf nicht bereut. Und ich glaube, also bei diesen drei Paletten ist die Qualität ziemlich konstant. Also ich würde jetzt mal mutmaßen, dass die bei Morphe generell eher konstant ist. Ich habe auch Pinsel bestellt bei Morphe. Greifen sich sehr gut an. Ich habe sie noch nicht probiert, aber sie sind sehr fest gebunden und machen einen ziemlich qualitativ hochwertigen Eindruck. Also falls sich jemand für die Morphe-Brushes interessiert oder generell für Pinsel, ich habe weiß Gott wie viel tausend Pinsel zu Hause. Also ich kann gern mal ein Video online stellen über die verschiedenen Pinselmarken und ein bisschen vergleichen, wenn ihr möchtet. Würde mich natürlich freuen. Wenn ihr ein paar Anmerkungen in die Kommentarbox schreibt, dann weiß ich irgendwie, in welche Richtung das Ganze gehen soll. So.
Dann schauen wir uns die dritte und letzte Palette an. Die sieht natürlich auch so aus. Es ist die 35N. So. 35N. Und heißen tut sie 35 Color Matte Eyeshadow Palette. Also es sind 35 matte Farben. Hier kann man sie sehen. Die hat mir besonders gut gefallen, weil sie auch so ein bisschen rosa-lila Töne drin hat. Die sieht für mich persönlich jetzt so ein bisschen winterlich aus. Finde ich ganz gut. So, dann machen wir mal ein paar Swatches. Die ganz hellen Töne oben, die werde ich jetzt nicht swatchen. Das Problem ist einfach, dass man das auf meiner hellen Haut nicht wahnsinnig gut sieht. So, ich nehme mal dieses Pink, weil das lacht mich so richtig an. Und so ein Lila und das Rot. Ja, und so ein vielleicht noch das Braun. So, mal ohne Aufbau. Dann. Matte Farben sind ja immer schwieriger. Grundsätzlich merkt man immer an den matten Farben, wie so die Qualität ist, weil die so ein bisschen schwieriger sind. Meistens sind die auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, heller. Und auch bei diesen ist es so, sie sind jetzt um einiges trockener im Auftrag als die anderen, als diese schimmernden Farben. Ist aber, soweit ich weiß, so eine generelle Sache. So, sieht man das, dass mein Arm vorne noch so rot ist? Ja, so ein bisschen. Dann machen wir die Swatches weiter hinten. Tut mir leid wegen der Trine, die hier irgendwo sitzt. Ich kann sie nicht genau spüren. Ja, dann swatchen wir weiter. Nehmen wir vielleicht diesen Ton, der ist so ein bisschen cremig, muss ich jetzt sagen. So braun. Sowas hier. Das Grau vielleicht. Und das hier. Ja. Ich glaube, haben wir eine gute Auswahl. Das ist jetzt ohne Aufbau. Und dann bauen wir das noch so ein bisschen auf. Ich muss immer sagen, ich fasse so ein bisschen gewalttätig immer rein. ja, also ich glaube, die Brüssel entstehen nur, weil ich wegen dem Video, weil ich so ein bisschen nervös bin immer und ein bisschen fester reingreife. So sieht das Ganze aufgebaut aus. Also ich kann jetzt nicht meckern. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe da eigentlich nichts anzumerken. Also die sind auch wirklich so, wenn man die verblendet, dann sieht man, dann wird es nicht so ein Farbmischmasch, wie das jetzt manchmal ist, wenn die Farben nicht so pigmentiert sind, sondern man erkennt genau, was ist die helle Farbe, was ist die dunkle Farbe, auch wenn man sie verblendet. Und das ist normalerweise das, was man natürlich will. Und somit kann ich da nichts dagegen sagen. Da war irgendeine rote Farbe dabei, die gibt so dermaßen Farbe ab und geht nicht ganz von meinem Arm, deswegen ist mein Arm jetzt rot. Ja. Und dann swatchen wir noch ein paar. Dann haben wir immer das kritische Schwarz dabei. Da so ein Braunton, der sieht auch ganz interessant aus. Vielleicht so ein rötliches Braun für die, die es mögen. Ja. So, ohne Aufbau. Und dann bauen wir das Ganze nochmal auf. So, aufgebaut sehen die so aus. Also ich denke, dass die qualitativ eigentlich richtig cool sind. Ich kann mich echt nicht beschweren. Ich bin total froh, dass ich mir die bestellt habe. Ich habe mir die eigentlich bestellt, weil ich die schon in diversen Internetvideos gesehen habe. Vor allem in so amerikanischen Internetvideos. Und ja, ich habe mir gedacht, jetzt probierst du die mal aus, ob die wirklich so toll sind. Weil wenn das natürlich so ist, dann hätte es mich geärgert, wenn ich die nicht gehabt hätte. Was ich mir natürlich, weil ich ja Make-up-Artist gelernt habe, auch dazu bestellt habe, ich konnte ja nicht anders, ist so eine...
habe ich sie hingelegt. Das ist die falsche Palette. So eine Leerpalette. Also die macht man auf, da ist quasi leer. Und da kann man jetzt die Näpfchen von den anderen Paletten rausnehmen und reingeben. Und da steht jetzt Morphe Brushes drauf. Ja, konnte ich nicht anders, weil in den meisten Paletten immer sehr viele Farben drin sind. Entschuldigung, ich habe Träne. Sehr viele Farben drin sind, die für meinen Hauttyp jetzt nicht so passend sind, weil ich ja so eine helle Haut habe. Und das ist natürlich dann ganz praktisch für mich, wenn ich mir da quasi mein Set irgendwie so zusammenstellen kann. Da habe ich mir gedacht, wie ich das gesehen habe, das muss ich haben. Wie gesagt, ich habe mir auch diese Brushes gekauft. Ich habe mir diese Jaclyn Hill Brushes gekauft. Das ist irgendwie so ein ganz großes Set. Und ja, dachte ich mir, das probiere ich mal aus. Also wenn ihr da irgendwie Lust drauf habt, dass ich da mal ein Video mache, dann schreibt es in die Kommentarbox rein und schreibt mir auch sonstige Anmerkungen rein, wenn euch das Video gefallen hat, was ihr gerne in den nächsten Videos so sehen würdet. Würde mich total freuen. Ich würde mich natürlich total freuen, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr dem Video einen Like gibt. Und total freuen würde ich mich auch, wenn ihr den Kanal abonniert. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!